Juhu. Okay, mal gucken, ob wir sie finden. Die Kirche. Kirche in Magdala. So, kurz vor der Kirche ist gesperrt. Wir werden jetzt von der Eskorte dahin geleitet. Jawohl. Das ist geil. Das ist für ein Weg. Krass. Ich denke auch. Zur rechten Zeit sind wir gekommen. Hinten filmen, kein Problem. Das hätten wir nie gefunden. Das hätten wir. Da ist er! Ja, das ist er! Da ist die Kirche! Jawohl! Quasi müssen wir ja auch. Klasse, genau, da parken wir hier und laufen den Rest vor. Oh, wunderbar. Den hat. Gerade hoch sind wir vorne. Ha, stell dich da, hat's gesagt, wenn wir das dürfen. Ja, das dann am Ende der Straße. Da kennt ihr euch. Denke ich auch. Vorsicht, spielen die Kinder. Ja, wir haben aufgepasst. Okay. Da ist er. Na, dann bin ich mal gespannt, ob wir es finden. Früher in der Kirche stand, also kann man ja nochmal Magdalena-mäßig überlegen, wo hier die Ursprünge sind oder so. Ja, aber seit 500 Jahren steht dieses ordentliche Geschoss von Kirche hier in diesem kleinen Dörfchen. Das ist aber schön reingesucht. Schöne Kamera. Dass da noch so viele Sachen versteckt sind, ne, die wir bisher alle übersehen haben. Was man einfach, wenn man vorbeiläuft, auch übersieht. Sollen wir noch ein bisschen mit draufnehmen? Wir hatten letztens einen ordentlichen Hagel, das der ja vielleicht auch gehört, was da so durch Deutschland zog. Da hat es auch ein Kirchenfenster zu hauen, aber zum Glück nicht so ein buntes. Ah. Also das fand ich echt krass. Direkt von der Seite? Ja, da gehen wir dann hinten noch lang. Ach. Also, dass der Schiefer wirklich auf der Empore lag, das fand ich erstaunlich. Also, was für ein Druck da rein geschossen ist. Ja. Ja. Oh. Und das finde ich auch erstaunlich. Das ist da schon immer drin. Das ist schon heftig. Und die Augenform ist auch irgendwie. Ja. Schädelfraktal. Boah. Ja. Das habe ich bisher nur mal auf einem. Das kenne ich auch noch nicht so. Schon nicht aufgesetzt, ne? Das ist schon, das kommt schon innen drin raus. Das ist als Stein mit reingenommen, ne? Hey, das wirkt irgendwie wie so ein Tor in einer anderen Dimension, ne? Irgendwas hat's schon, ne? Irgendwie. Auf jeden. Und genau gegenüber, hat sie gesagt gehabt, ist hier dieses Grab. Julius Theodor Wensdorf. Aha. Okay. Das soll irgendwas mit Wagner zu tun haben. Das ist irgendwie gemeint letztens. Ja. Naja. Haben wir es wieder.